Moin, ihr Lieben, willkommen zurück hier. Die nordfriesische Marsch ist wieder hier und ja, jetzt geht's endlich in die Ernte. Wir können endlich ernten. So, Strohablage anschalten, das müssen wir noch machen. Ja, und dann geht's auch schon los hier. Wenn wir hier irgendwie reinkommen ins Feld. Wir müssen hier mal so ein bisschen erstmal so das Vorgewände ein bisschen freiräumen. So, aber das passt, denke ich mal. Ja, los geht's. So, Strohablage machen wir. Ja, das läuft. Ja, dann gucken wir mal, was wir hier an Roggen runterbekommen. Und vor allem, was wir mit dem Feld dann machen müssen. Ja, es muss nicht gepflügt werden. Wir werden es auch nicht mulchen, glaube ich. Wir werden einfach... wir werden es einmal pflügen. Wir werden es auf jeden Fall einmal pflügen. Das ist sicherer. Gerade was Unkraut angeht. Und na, wobei brauchen wir auch nicht. Wir haben die Spritze ja da. Nee, wir werden einfach gucken, dass wir das möglichst schnell angesät bekommen. Damit wir hier zu einem Ergebnis kommen einfach. Weil wir brauchen, denke ich mal, relativ bald die Pappeln. Weil wenn alles gut geht, wird ja heute Abend die nächste Version der Marsch veröffentlicht. Und dann eben mit dem Zellstoffwerk. Und da werden wir definitiv Schnitzel brauchen. Und vor allem so viele, wie wir eigentlich gar nicht selbst haben. Das heißt, da müssen wir dann auch überlegen, wie wir da ein bisschen rankommen. Ich weiß nicht, wie lange die Hackschnitzel brauchen, bis sie, oder die Pappeln, bis sie gewachsen sind. Gut, wir haben auch nicht das Geld für die Zellstofffabrik, das mal außen auch noch vorgelassen. Also denke ich mal, haben wir noch so ein bisschen Zeitpuffer. Aber da kommt gut was bei runter, muss ich sagen. Ich denke, wir werden jetzt aber einmal über die Straße wieder nach oben fahren, weil der steht mir da jetzt ein bisschen sehr doof gerade da. Das heißt, wir machen hier mal kurz aus. Und gehen dann oben einfach in die zweite Bahn rein. Dann können wir auch jetzt gleich mal das Rohr ausfahren. Dann müsste nämlich der Abfahrer drauf reagieren. Und uns gleich abtanken wollen. So. Gucken wir mal. Ja, guck, er ist schon am Anrollen. Weil dann haben wir beim nächsten Mal da hinten fahren, dann können wir auch die kleine Querbahn mit dreschen. Ja, gut, wir sind voll. Kommst du jetzt, Abfahrer? 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 Was ist mit dir?
Achso, machen wir erstmal hier schnell weiter. Wenn wir schon hier irgendwo sind, müssen wir da klar die neuesten Geldverdienkurse einstellen. Das läuft. Dann machen wir das bei dem genauso. Ja, Kurs generieren. Machen wir das wieder an, machen wir das an. So, was ist mit dir? Auf Ruf warten. Ja, genau. Gut, wenn du nicht willst, dann fahren wir dich halt selbst dahin. So, das ist doch aber eigentlich ein schönes Bildchen hier. Die Roggenernte läuft. So, zack, zack. Dann warten wir, bis das hier eingefüllt ist. Dann hoffen wir mal, dass es dann funktioniert. Wir werden ihm wieder Autodrive geben. Genau, fahr einfach weg und fahr uns direkt vors Auto. Ach ja. Hauptsache, wir bekommen das hier einigermaßen schnell runter jetzt hier. Ich höre da schon wieder was. Ja, ich glaube, der hat einfach mit dem Zaun Probleme. Das heißt, das müsste, sobald wir hier ein bisschen weiter in die Feldmitte kommen, müsste das alles besser funktionieren. So, Lohndienstleistung auf der 21. Ja. Aber wir wollten, warte mal, das müssen wir jetzt mal schnell zwischendurch machen. Wir hatten ja gesagt, wir wollten den Kredit auf unsere 4 Millionen wieder runterdrücken. Und das haben wir in diesem Moment getan. So. Ach, der steht immer noch da oben. Ja gut, in dieser Folge werden wir mit dem Feld definitiv nicht fertig. Also das dauert noch ein bisschen. Aber uns hetzt ja auch nichts. Danach eben einmal schnell Strohballen machen. Ich denke mal, wir werden erstmal alles Stroh in die Mischfutterproduktion bringen. Und das, was dann noch übrig ist, das geht direkt in den Verkauf. So, machen wir hier das Fitzelchen auch noch mit. Und ich habe na klar keine Ahnung, wie viel Stroh hier, ups, hier runterkommt. Dürfte auch nicht gerade wenig werden. Und ich weiß nicht, wie viel brauchen wir denn in unserer Mischfutterproduktion.
Ja gut, 550.000. Und wir sind hier schon wieder voll. Das heißt, wir müssten hier eigentlich mal verkaufen. Puh, ja, das geht auch fix. So, aber wir sind hier wirklich gleich schon wieder voll und müssen, glaube ich, noch mal dem Abfahrer helfen. Gucken, vielleicht können wir da auch mal. Wir machen das jetzt einmal so, dass wir da einfach an den Abfahrer ranfahren. Ja, so sollte das nicht passieren. Ja, nein, du fährst nicht darüber. So, und während der ablädt, gucken wir mal. Das ist Feld 21 hier, ne? Jo, der ist fertig. So. Feld 21, Feld 22, das ist doch direkt hier nebenan. Das ist direkt hier dahinter. Dann heißt das, wir stellen den hier auf 22 ein und lassen den da direkt weitermachen. Es ist ja egal, wo der Kurs anfängt, da wir die Kurse eh nicht speichern oder die seltensten Kurse. Ja, erster Wegpunkt. Los geht's. So, du hast auch schon das erste Vorgewende geschafft. Der ist am Arbeiten. Ja. Kriegen wir dich hier irgendwie rüber? Ist ein wenig eng hier. Es ist ein wenig eng hier. So, aber jetzt. Ja gut, da steht halt auch noch ein Drescher rum. So, warte mal. Wenn wir jetzt aber hier wieder Auto Drive anmachen. So, wo ist der Drescher? Hier. Und den mal befreien hier, dann sollte das doch gehen. So. Und für uns geht es hier weiter. Aber es ist doch schön, wenn man einfach wieder auch auf den eigenen Feldern ein bisschen arbeiten kann. Weil nur Mission ist halt auch nicht so das Wahre. Aber ich sag mal so, nur durch die Missionen finanzieren wir uns ja im Grunde unseren ganzen Hof. So, ich habe keine Ahnung, wo der jetzt hinfährt da vorne. Weil abladen sollte er eigentlich noch nicht, aber er fährt irgendwo weg. Okay. Tschüss, Abfahrer. Warum auch immer. So. Ja, Feld 70 ist auch gleich fertig, sehe ich. Da sind wir bei 98%.
Wenn 70 ist abgeschlossen, das ist nicht der, das ist der andere, das ist er hier. So, genau, bei denen haben wir ja gesagt, da machen wir von unten nach oben, das heißt, der geht auf die 55. 55. Ja, genau, und melde dich, wenn du da bist. Wir schauen mal, ob irgendwo unser Abfahrer wieder erscheint. Weil so langsam wäre das gar nicht so schlecht. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo der jetzt hingemacht ist, wo der hin will. Ach, da hinten sehe ich ihn. Da hinten kommt er wieder. Sehr gut. Vielleicht tankt er uns ja dann diesmal ab, weil jetzt sollten die Freiräume hier zwischendrin schon einigermaßen gut sein. So, da ist gerade Herbizid getankt worden. Ups, halt einmal an und weiter geht's. So. Abfahrer, jetzt aber mal wirklich hier richtig rankommen. So, wir sind, ja, wir sind gleich schon wieder voll. So, jetzt enttäusch mich mal nicht. Oh, das sieht diesmal sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Na, komm her. Komm her. Trau dich, trau dich. So, das ist doch mal etwas, was jetzt endlich mal funktioniert hat. Ich bin auch schon am Überlegen, neben unseren ganzen Anschaffungen und Ansparungen müssen wir demnächst auch über einen großen Drescher nachdenken. Ich glaube, da führt auch kein Weg dran vorbei. Gerade wenn wir Missionen machen wollen mit Fremd, nee, nicht mit Fremdgeräten, sondern also nicht mit Leihgeräten, sondern mit eigenem Gerät, wird uns, wie gesagt, nichts übrig bleiben. Hier mal das Rohr kurz raus, rein, dass der uns nicht folgt, dass wir uns irgendwie was Großes zulegen. Und ich würde gerne, muss ich ehrlich zugeben, den habe ich noch nie im LS22 gefahren, den John Deere X9 holen. Weil das ist einfach ein Monstergerät. Können wir uns ja gleich mal angucken. Wenn wir hier auf die nächste Bahn gehen und mit GPS und Tempomat am Fahren sind. Also hier dieser, na gut, wir haben hier na klar auch einen gemoddeten, ich glaube, der hat einen größeren Korntank. Aber ich dachte mir hier den da. Design 1, also das ist ein längeres Rohr. Wir haben halt 16.000 Liter Korntank, 40 km/h.
und würde jetzt in der Variante 550.000 kosten. Das große hier mit 15,20 Meter, 650 und noch ein Schneidwerkswagen dazu. Ist halt schon heftig. Oder eben hier die Geschichte. In klein oder groß. Das heißt, wir hätten 15.000 oder 54.000 Liter Korntank. Das wäre halt so eine NFMA-Spezialgeschichte. Und hier können wir halt auch ein bisschen schöne Farben machen. Naja, gut, sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Aber ja, müssen wir uns mal überlegen. Oh, okay, gut, bisschen weit gefahren. Bisschen zu lange geguckt. Und ja, viel zu lange geguckt. Wir sind schon wieder am Ende dieser Folge, ihr Lieben. In der nächsten Folge, ja, dreschen wir weiter. Gucken wir mal, dass wir das hier fertig bekommen. Schaut gerne wieder rein, und ja, wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das, lasst ein Däumchen da und dann sage ich bis dahin.